Herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Und ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, wo genau ich bin. Ich weiß nur... Ups, war der falsche Knopf. Wie war jetzt die Steuerung? Ach, Dreieck. Ist das... Ach, Dreieck. Ja, genau, Dreieck. Was wollte ich sagen? Ich weiß noch nicht hundertprozentig genau, wo ich bin. Ich weiß nur, ich bin hier in der U-Bahn. Und der Checkpoint war jetzt so gelegt, dass ich die ganzen Sachen nochmal einsammeln muss. Look at his sleeve. Firefly. Yep. These guys aren't doing well in or out of the city. Let's hope there's... So, das kennen wir ja. Wir bekommen den Molotow-Cocktail. Den ich eigentlich gar nicht benutzen will im Moment, denn das könnte vielleicht gefährlich werden. So, allerdings, was habe ich denn das letzte Mal noch gemacht? Oh, falscher Knopf, sie leckt. Genau, ich habe mir ein paar Mollys hergestellt, dass ich 3 von 3 hatte. Dann konnte ich nämlich die Flasche noch aufnehmen. Tabletten habe ich 25. Joel, nimm doch mal die Pistole. Vielen Dank. Beziehungsweise den Revolver. Wo ich aber nur 3 Patronen dafür habe. Deswegen könnte es hier unten ein bisschen gefährlich werden. Ziegelstein, habe ich eine Flasche dabei. Gut, das passt. Den haben wir auch noch untersucht. Genau, da haben wir die Firefly-Karte bekommen, wo drauf steht, dass sie nach Ellie suchen. Mädchen, 1,60 Meter groß, 14 Jahre alt und rothaarig. So, die Frage ist jetzt nur, wie geht sie weiter? Ach, hier. Ich habe meine eigene Frage beantwortet. Das gefällt mir immer am besten. Ich habe auch den Ton ein bisschen angepasst. Ich müsste jetzt ein bisschen besser zu hören sein. Over there, Sam. Shit. Cover almost out. Okay, Joel, you take point. I'll watch the rear. Ellie, no matter what, you stay right on his heels. Sure. You stay sharp. I got it. Okay, das sind haufenweise Klicker. Test. Ah, jetzt hat. Klicker lautlos. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Linken Stick leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst. Ah, da ist noch ein Messer, aber ich bin leider voll. Das sind so die spannenden Momente, wenn man sich anschleichen muss, beziehungsweise vorbeischleichen muss. Ich könnte den töten. Das mache ich auch mal. Ist auch ein Klicker? Ne, das ist ein normaler Infizierter. Oh, überall die Geräusche. Schlecht, ja, das Vieh nicht auf, Mädels. Ich sag's euch. Creepy. Oh ja, das ist sehr, sehr creepy, Ellie. So, ich hole mir mal das Messerchen. Die Uhr ist stehen geblieben um kurz nach 7. Hier kommt der nächste Klicker. So, ganz vorsichtig, der kaut nämlich dann der Leiche rum. Oh, die sind so ekelhaft, vom Sound her schon. So, erste Hilfe. Da liegt noch ein Brett, aber ich habe ja noch eins. Das ist sogar noch vollständig, beziehungsweise intakt. So, was haben wir denn hier? Ein Zettel, Nachricht an Derek. Derek von der Buchhaltung lässt uns seinen Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. 3-43-78. Ja, da gibt es noch Sachen zu holen hier unten. Und deswegen werde ich versuchen, das auch zu holen. Die Frage ist natürlich nur, wie gut ich da durchkomme durch das Ganze. Denn hier gibt es nämlich mehr als 2 Klicker. Ich glaube, hier laufen 5 rum oder so.
Aber wir werden es gleich sehen. Natürlich jetzt die Sache, will ich sie ausschalten und Sachen verlieren oder will ich einfach nur versuchen, lebendig hier durchzukommen. Das ist auch wieder ein Klicker. Bisher läuft sie ziemlich entspannt. Da ist ein Klicker, hier ist keiner. Ah, da steht irgendwas beim Safe in der Nähe. Das ist ein blöder Infizierter natürlich. Schere ein bisschen Wasser oder was? Ne, Wasser war es nicht. Alkohol, glaube ich, war das, oder? Der Tropfen war Alkohol. Jetzt warte mal. Ich könnte auch versuchen, die alle irgendwie mit einem Molly wegzukriegen. Ah, was macht ihr denn? Ja, so schnell kann sowas schief gehen. Ah, weil Tess wieder rumspinnen muss. Wisst ihr, das ist immer so. Jetzt muss ich mir das blöde Dokument auch nochmal holen. Aber ich probiere jetzt mal was anderes. Ich probiere das jetzt mal mit einem Molly. Ah, fahr. Wäre jetzt cool, dann noch mehr hinlaufen würden, wenn sie sich alle gegenseitig anzünden. Die stecken sich tatsächlich gegenseitig im Brand. Ah, gib's da weg von mir! Schießt Tester auf mich? Habe ich das richtig gesehen? Mein Brett ist kaputt. Ich will ein neues Brett. Ah, nein! Ja, so schnell kann das in die Hose gehen. Mein Plan hat nicht wirklich funktioniert. Ich müsste so irgendwie 3, 4 so auf einen Haufen locken. Dann darauf warten, dass die alle hier stehen und dann Molly reinkloppen. Okay, sie läuft darüber, sie reagiert darauf, das ist gut. Zündet euch gegenseitig an, kommt, zündet euch an! Okay, der fängt Feuer, kommt der nächste auch noch. Brenn, brenn, brenn! Sie will nicht. Ja, testen. Sie muss immer gleich schießen, wisst ihr? Okay, wenigstens kann sie nicht sofort sterben, das ist schon mal gut. Moment, ich brauche die Flasche unbedingt. Hier war das Messer drin, genau. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Munition. Was liegt da vorne? Ach, das ist ein Ziegelstein, okay. Okay, keine Panik mehr. Wir können jetzt hier ein bisschen schneller machen, nachdem hier keine Feinde mehr sind. So, erste Hilfe. Ein neues Brett, definitiv. Jetzt muss ich den Zahncode auch nochmal besorgen. Hat er den Zettel jetzt genommen? Jetzt haben wir den Zettel. Bleibt die Zahl eigentlich immer gleich? 3,43,78, ja. Wundert euch nicht, die Schachtel in dem Schubladen nehme ich nicht, weil das ist Pistolenmunition. Und die kann ich nämlich überhaupt nicht gebrauchen. Da vorne ist noch ein Klicker. So, und haben wir... Waren das jetzt 4, die wir ausgeschaltet haben? Oder waren das nur 3?
Ich glaube, 3 mit dem Molly, oder? Und 1 mit dem Holzbrett. Das ist eine sehr, sehr gute Bilanz. Was haben wir hier? Flasche, okay. Ja, umsehen lohnt sich definitiv. So, ich hoffe jetzt nur, dass da nicht der nächste Klicker irgendwo angelaufen kommt. Drin. Okay, das nehme ich mit. Alkohol und Schere, das ist nicht verkehrt. Ich frage mich gerade, ob ich die auch leise ausschalten kann, wenn ich mich hinschleiche. Ja, geht. Gleich vorbei. Okay, hier ist der Tresor. Ellie, geh mal weg. Und ich mache ihn durch dich auf. 50 Schrottteile gefunden. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Ja, es ist verdammt gruselig hier unten. Besonders, weil hier so viele Klicker rumschleichen. Aber die meisten haben wir ja schon ausgeschaltet. Von dem her sollten wir hier leicht durchkommen. Was haben wir hier? Das ist eine Art Restaurant gewesen oder was? Sieht fast so aus mit den ganzen Kaffeemaschinen. Lebensenergie, wunderbar. Ich glaube, 2 Klicker müssten noch irgendwo rumschwirren. Ja, einer steht da vorne. Der letzte ist auf der anderen Seite drüben. Okay. This way. We're almost out of this. Come on. Okay, wir sind fast draußen. Wir sind fast draußen. Hier oben muss ich hier über das Loch. Die Sache ist nur, den Klicker hier wegzubekommen, dass hier jeder durch kann. Das läuft einfach so vorbei. Genau das. So, das ist kein Problem, ne? Okay, 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 der läuft darüber. Nein! So kurz vor Schluss. Aber nächstes Mal hier gleich der Checkpoint, von dem her passt das. So was Blödes, der hätte eigentlich viel, viel weiter laufen müssen. Genau, lauf zum nächsten, lauf zum nächsten. Wir laufen hier hin. Komm, 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 komm. Wie war das Vieh zurückkommen? Ah, komm schon. Geht doch die scheiß Leiter hoch. Lassen Sie mich extra unten warten. Dass ich ja vielleicht noch gefressen werde von so einem blöden Vieh. Ah, frische Luft. Naja, wäre weniger frisch. So, haben wir hier noch irgendwas? Wo seid ihr jetzt alle hingelaufen? Ach, da oben. Ja, ich will mich hier noch ein bisschen umgucken, die laufen schon alle vor. Das bestimmt irgendwo was versteckt. Aber das werde ich jetzt nie finden. So, wo sind wir denn jetzt? Ach, hey. Capitol Buildings in this direction. Und das soll ich dir glauben, oder was? Ich will aber nicht in die Richtung. Ich gucke mich jetzt erst hier um.
Was haben wir denn hier? Anscheinend nicht wirklich etwas, weil ich hier wahrscheinlich auch nicht mehr hochkommen werde. Ich glaube, das ist Instant-Tod, wenn ich da runterfalle. Kann ich da hoch? Ja, ich kann hier hoch. Okay, wir müssen irgendwie an diesem Laster da vorne vorbei. Ups. So haben wir Jeep, VW Passat und ein Hummerlaster. Warum ausgerechnet Hummer? Das sind ja drei Infizierte drin im Gebäude. Ich wäre jetzt so reingelaufen. Ich hoffe, ich kann die jetzt einzeln ausschalten, ohne dass da einer Wind davon bekommt. Sonst habe ich ein Problem. Okay, Nummer 1 ist ausgeschaltet. Ich mache das jetzt intelligent. Ich gehe von der anderen Seite hin und überwirke den nächsten. Wo sind eigentlich meine Mädels? Haben sie mich wieder allein gelassen? Sind aber noch nicht hier durchgekommen, oder? Hä, wo sind denn die? Ach, da draußen schwirren sie rum, okay. Hab mich schon gewundert, das gibt's ja nicht. Kann mich da nicht einfach so alleine lassen? Das nenne ich mal brutal. Okay, hier habe ich noch irgendwo einen Schubladen gesehen. They're recently infected. Those soldiers must have just turned. Which means there's more in the area. We gotta go. Ach, kein Schubladen. Ich muss das Ding schieben. So, das ergibt natürlich dann viel, viel mehr Sinn, wenn man es richtig erkennt. Ich dachte immer, das ist irgend so ein fester Tisch oder so. Right. Dann mal hoch hinaus. Mit den Laster. Gott. Jetzt wenn Infizierte kommen oder haufenweise Klicke, können wir nicht mal mehr zurück. Ich hoffe, Tess hat einen Plan. Sonst sieht es nämlich ziemlich mau aus für uns. Ah, ich sehe schon, ich muss wieder die Kette ziehen. Was haben wir denn hier? Eingeschütztes Haus. Joystick, China-Restaurant. Auf Chinesisch hätte ich jetzt auch Lust. Yeah, that worked out great last time. I'm just saying. What happened? I don't hear anything. Okay, double time. They're coming. I know. Okay, that's good. Go. You got something on your shoe. Gross. Das war cool. Lass uns am Schuh, okay. Ja. How do we get out of this place? Let's find out. Da habe ich mir das letzte Mal habe ich das ja kommentiert. Well, how were you bitten? I mean, you must have been somewhere you shouldn't to find an infected in the zone. Yeah, I'd sneak out. I was in a military boarding school. Sneak out? You know, explore the city. I was in the mall when I ran into infected. That place is completely off limits. How the hell did you get in there? I had my ways. Anyways, one of those, what you guys call runners, bit me, and that was that. I see. Were you with Marlene when you were bitten? No. I went to her for help afterwards. Knowing her, I'm surprised she didn't shoot you. She almost did. Hope she's all right. I told you. She'll be fine. Okay, jetzt wissen wir, wie Ellie infiziert wurde. Durch einen so einen Läufer. Okay, und wir können jetzt hier unsere Waffen modifizieren an dieser Werkbank für die Schrottteile, die wir eingesammelt haben. Aber wir brauchen dazu auch noch eine Zange, wie es aussieht. Waffenhafte könnte ich mir bauen oder eben die
Den Revolver verbessern. Schneller nachzuladen oder schneller abzufeuern? Ich würde mal sagen, wir machen von jedem einfach mal eins. Ja, auf Stufe 2 geht's sowieso nicht. Das soll es mal gewesen sein. Ja, in der letzten Folge habe ich es kommentiert mit der Kette, warum das keiner hört. Und in dieser Folge kommen auf, weil sie Infizierte angelaufen. Wie schön, dass das Spiel irgendwie so auf mich hört. Aber müsst ihr es gar nicht. Ich bin auch so zufrieden. Revolver? Revolver ist immer gut. Im Laster habe ich noch Tabletten gefunden, wie ihr gesehen habt. Und hier ist nichts. Jetzt öffne ich eh schon mit meinen verspannten Armen diesen Schubladen, ja, in der Hoffnung, dass was drin ist, aber nee, bekomme ich gar nichts. Warum steht hier eine Ming-Vase? Okay, das sieht aus, als würde es hier weitergehen. Das ist eine fette Glocke. Aber ohne das Innenbummel. Tess. Könnt ihr vielleicht mal nicht herumalbern, während ich hier Sachen einsammle? Ne? Würde das gehen? Ich bin eh schon so unter Stress. Was ist das? Ach, eine Schere. Moment, kann ich mir den bauen? Kann ich mir einen Molly bauen? Ja. Tja, haben wir einen Molly? Wir haben 30 Tabletten. Lauschmodus-Distanz, ich weiß nicht. Messermeister möchte ich gerne, dass ich einen Klicker abwehren kann, wenn er mich beißt. Warum ist Schere jetzt voll? Ich habe doch gerade eine verbraucht, oder nicht? Ah, nee, habe ich nicht. Okay. Taschenlampe flackert auch schon wieder. Okay, das ist der Raum. Dann heißt es wohl, wir müssen oben lang. Ah, sie hat die Vase kaputt gemacht, deswegen das Ausscheiße. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, ich warte hier, mache eine frische Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt The Last of Us. Ich bin euer Zarkan, stay tuned and so long.